Leute, und willkommen zu meinem neuen Video. Heute mit diesen zwei beiden Frauen, ja? Spectre und Ari, die beiden Schwestern. Ja. Heute wird keine Serie kommen, obwohl ich es gesagt habe. Sorry, Leute. Ich habe nämlich meine Innenkammer aktiviert. Ja, so, ihr seht jetzt einfach Apple weiter. Ja. Und ich habe eine neue Puppe bekommen. Und das ist eine, die ich schon immer wollte. Und zwar ist es... Kill me! Hartley! Ja, und damit ich das jetzt wirklich mit euch auspacken. Los geht's! So, Leute. Ah, ich will mein Gesicht nicht zeigen. Ich habe gar keinen Bock mehr, aber ich habe wirklich... Hier ist sie und ich... Ja, sie jetzt lösen aus dem Karton. Ja, eine bei YouTube kommt so. Wenn du mich abonnierst, kriegst du 2 Abonnenten zurück. Das ist Eigenwerbung. Sorry, aber. Eigenwerbung. Ich weiß nicht mehr wer. Die kostete 29,90. Eigentlich ziemlich günstig. Und es, ich wollte unbedingt Claudia und Elizabeth. Ich habe zuerst die beiden gefunden. Yumi habe ich dann noch nicht gefunden. Dann musste ich mich entscheiden gegen eine. Dann habe ich halt noch ein bisschen rumgesucht. Und dann habe ich sie gefunden. Aber ich wollte Claudia natürlich immer noch, weil... Claudia. Ja, das war dann schwierig für mich. Und, ja, halt. Ich muss jetzt also mit der Schere. Ich hasse die Schule. Mich auch Schule nicht wirklich. Ich mag sie überhaupt nicht. Das Einzige, was ich cool finde an der Schule, ist, dass man seine Freunde sehen kann. Auch. Sonst finde ich Schule total dumm. So unlogisch. Aber ja, ich bin halt ein unlogisches Kind. Wenn ihr das auch findet, jetzt vielleicht gelöst? Nicht wirklich. Autsch. Ich muss mich nicht rein. Ich muss das die ganze Verpackung kaputt machen, damit ich sie aufkriege. Letztes Mal, als ich mit euch Apple ausgepackt hatte. Das war mega. Ich habe da ja meine Püschelchen Haare abgeschnitten. Wow! Und meine Mutter hatte natürlich mega Freude. Ja! Nein, überhaupt nicht. Ich habe eine Frage an euch. Wie findet ihr eigentlich meinen Charakter? Wie findet ihr mich? Findet ihr mich total dumm und ihr solltet alle Videos löschen? Oder mit YouTube aufhören? Oder soll ich weitere Videos machen und nicht mit YouTube aufhören? Schreibt mal in die Kommentare, das interessiert mich gerade voll. So voll lol. Voll lol. Voll lol! Ich bin eine Labertasche. Wenn ihr das findet, schreibt es auch in die Kommentare, wenn ich eine Labertasche bin. Und ich bin relativ... Mega Labertasche. Hallo? Kann ich das jetzt nicht aufmachen? Blöde Box.
du hell, nee, ich mach ganz hell. Box. Jetzt. Yes. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh. Ich liebe die. Mein Ein und alles. Nein, natürlich nicht. Natürlich meine Eltern, meine Freunde. Ach, also, dumm. Ich finde ihr ganzes Outfit mega toll. Total. Na, jetzt haben wir festgemacht. Ich hasse es, dass die so fest dran gebunden sind, aber das muss ja sonst schwebt sie rum. Also ja, sie ist ein Geist, also schwebt sie um. Fail. Lol. Total. Es ist so schwer, den Trab zu kriegen, oder was? Ich hasse es! Ich hasse mein Leben! Nein, ich hasse es nicht. Ich hasse es. Doch, ich hasse es. Weil die morgen Turnier haben. Ein Turnier. Mega. Turnier. Mal Leute, die Tasche. Ich muss das eigentlich zwei kriegen. Kiyomi. Oh, Kiyomi! Ich schimpfe mit meiner eigenen Gruppe, die nicht mehr so ähnlich ist. Schussel. Ich bin so ein Schussel heute. Und kannst du sagen, wie krass ist das toll? So nett. Ich meine, dass niemand auf zwei Puppen. Jeden zweiten Tag. Das wäre mega komisch. Jeden zweiten Tag bekomme ich eine Puppe. Oder jeden Tag bekomme ich eine neue Puppe. Oh mein Gott. Sorry Leute, ich bin mega aufgedreht. Weil ich die Puppe habe. Wie soll ich denn das aufschneiden? Das ist ja kacke. Ich will nicht die Haare erwischen. Das ist dein Scheiß. Sorry, Scheiße. Aber die will das nicht. Nicht das. Nicht das. Ich will die Puppe nicht weg. Ich will nicht die Puppe machen. Will ich nicht. Auch nicht wollen. Ich habe die Puppe kaputt machen und die Box will ich behalten. Und die Puppe ist hier angemacht. Ey, habe ich die jetzt nicht? Oh mein Gott. Ich mach kurz auf Pause und löse sie. Leute, ich habe sie endlich mal mega lange Zeit. Endlich drauf. Ich habe vergessen, ein Karton-Review zu machen. Ja, die Verpackung. Und mal wieder, die ist so vergesslich. Ja, so sieht sie aus. Ich finde sie mega hübsch. Ja. Dafür verpacke ich mit euch die Sachen aus. Hier ist ihr Tagebuch. Kiyomi Huntley. Ja, dann packe ich jetzt noch die rechten Sachen aus. Die Bürste. Ich liebe diesen Ständer, also den von Dr. Lorda verloren. Ich weiß nicht, wo der ist. Nein. Reifen! Kann ich mal ein Dings? So, die Box behalte ich fürs Erste, damit ich die Bilder auf meinen Bild. Und ich weiß nicht, wo sie sein soll. Jetzt meist. Will Laguna kannst du machen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja. So sieht sie aus, Leute.
finde sie mega geil. Und ich lese euch ein bisschen von ihrem Tagebuch vor. Also da steht auf jeden Fall Kiyomi Huntley. Mein Tagebuch ohne meine Erlaubnis zu lesen wäre unehrenhaft. Aha, unehrenhaft. Dann auf der ersten Seite ist ein Bild von mir. Check gar nichts einfach. Name Kiyomi Huntley, Alter 16 Jahre, Monsterretten, No Perabu. Gesichtsloser Geist. Killer-Style, ja, das bin ich. Haustier, ein Baby, Riesenmonster, meine. Ein Kind. Ja. OMBFs. Spectre, Wandergeist und Draculaura sind ihre beste Freunde. Dann 30. Letzte Nacht hatte ich in diesem Traum. Aus dem Tagebuch lese ich aber bei ihrem Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bye! Ich liebe sie.